Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Jutta Paulus. Ich sitze im Europaparlament für Bündnis 90 Die Grünen, bin also Teil der Fraktion Grüne Freie Europäische Allianz und freue mich sehr, dass ich heute Abend am Tag des Waldes im Webinar Der Wald erwacht zwei ganz, ganz tolle Experten begrüßen darf, Professor Pierre Ibisch und Peter Wohlleben, beide wahrscheinlich schon einem größeren Publikum inzwischen bekannt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute Abend bei mir seid und vielen Dank auch an alle, die sich jetzt zugeschaltet haben. Ich würde gerne zu Beginn so ein paar technische Dinge klären. Das Webinar wird aufgezeichnet. Das bedeutet, dass alle, die nachher irgendwelche Fragen in das Frage- und Antwort-Tool tippen, dass da der Name sichtbar ist. Wer also nicht möchte, dass sein oder ihr Klarname auftaucht, benennt sich am besten um in Eichhörnchen oder so. Mikros und Kameras sind bei allen außer bei den Referentinnen aus. Und der Chat, das ist jetzt wichtig, wir haben den Chat zwar aktiv, aber der ist wirklich nur für technische Fragen da. Und inhaltliche Fragen bitte über das Frage- und Antwort-Tool eingeben. Das ist bei mir hier oben in der Leiste, bei manchen ist das auch unten, je nachdem, welches Endgerät man benutzt. Und in diesem Frage- und Antwort-Tool kann man eben seine Frage stellen, logisch. Und kann aber auch Fragen von anderen Menschen ranken. Sprich, wenn jemand eine Frage gestellt hat, wo man denkt, oh, das ist aber mal spannend, das will ich auf jeden Fall, dass es drangenommen wird, bitte einfach ein Like vergeben, dann wird das entsprechend nach oben sortiert. Umgekehrt, wenn man selber schauen möchte, immer dran denken, die am meisten Favorisierten stehen oben. Man kann aber auch die Anordnung ändern mit Neueste zuerst. Dann sieht man alle Fragen quasi chronologisch, die Neueste oben, die Älteste unten. Und genau, dann kann man sich einen Überblick verschaffen, damit wir nicht so allzu viele Doppelungen kriegen. Ja, ich habe schon gesagt, ich habe zwei wunderbare Referenten mir eingeladen. Das ist zum einen Peter Wohlleben, der seit heute Partner der UN-Dekade zur Wiederherstellung der Natur ist. Das finde ich wirklich ganz großartig. Und ich glaube, man hätte kaum einen besseren finden können. Peter Wohlleben ist in Bonn geboren und hat sich schon sehr, sehr früh, schon im Schulalter, im Grundschulalter vorgenommen, später mal Naturschützer zu werden, hat dann auch später Forstwirtschaft studiert in Rottenburg am Neckar, war dann lange als Beamter in der Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz tätig und ist nach wenigen Jahren als Büroleiter eines Forstamts in sein Traumrevier versetzt worden. Das sind Wälder in zwei kleinen Eifelgemeinden, die jetzt, ich sage jetzt mal, immer naturnäher werden, dank des Managements. Und wir haben Professor Pierre Ibisch, der aus einem nicht ganz so waldreichen Bundesland stammt, nämlich aus Schleswig-Holstein in Flensburg geboren. Und Pierre Ibisch ist Biologe und ist Professor for Nature Conservation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. War auch Dekan des Fachbereichs Wald und Umwelt, Mitglied des Präsidiums der Hochschule und ist einer der ersten Forschungsprofessoren der Hochschule, fachliche Schwerpunkte globaler Umweltwandel und Naturressourcenmanagement und natürlich dann auch Anpassungsstrategien, denn wir haben ja gestern den neuesten IPCC-Synthesebericht vorgestellt bekommen, der eben zeigt, wir haben noch ein Zeitfenster, aber es ist sehr, sehr klein, es schließt sich sehr schnell und wir müssen eigentlich alle Maßnahmen sofort in Gang setzen, um wirklich lebensbedrohliche Verhältnisse in vielen Teilen des Planeten zu verhindern. Genau, und damit wäre ich auch schon mit den technischen Dingen quasi am Ende und würde gerne für die Einführung in die Thematik zunächst übergeben an Peter Wohlleben. You have the floor. Ja, vielen Dank für die lieben Einführungsworte und jetzt aus meiner Sicht erstmal den Stand der Dinge. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Buchenurwald, in dem Fall in Rumänien, Fagarasch-Gebirge, als Sinnbild, wie es bei uns früher ausgesehen hat. Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir über Forstwirtschaft reden, über Veränderungen, Verbesserungen, dann müssen wir erstmal schauen, wie sieht denn eigentlich das Original aus? Und das Original hat es faustdick hinter den Ohren. Es hat irre Biomasse, und diese Biomasse arbeitet. Die Lebende, die Tote, da ist ganz viel los. Was genau wissen wir eigentlich gar nicht so sehr. Also ein paar Sachen wissen wir natürlich schon, aber vieles wissen wir nicht. Das ist auch gar nicht schlimm. Dazu wird Pierre nachher auch noch einiges sagen können. Der Punkt ist, das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen, wenn wir sagen, also manche, es gibt ja tatsächlich
das muss, darf, kann man, ja, man muss es so sagen. Es gibt ja Forstwissenschaftler, die sagen, und in dem Fall sind es Männer, die sagen, wir können es besser als die Natur. Dann muss man es auch besser machen. Dann machen wir vielleicht mal direkt das nächste Bild. Das sieht dann in großen Teilen, nicht überall, aber es sieht in großen Teilen so aus. Und bevor jetzt überall Protest aufbrandet von Försterinnen und Förstern, muss man sagen, jo, es sieht leider tatsächlich vielfach noch so aus. Natürlich gibt es auch sehr schöne Beispiele, aber auf rund der Hälfte der Fläche, die Tendenz ist ja stark fallend, haben wir eben noch Nadelbäume, die dort nicht hingehören, also die dort von Natur aus nicht wachsen würden. Wir haben sehr monotone Bestände, letztendlich Maisfelder im Groß. Und genau aus dieser Denke heraus stammt ja die nachhaltige Forstwirtschaft. Hans Kahn von Karlowitz war übrigens kein Förster. Ne? Also Forstwirtschaft hat das ja so ein bisschen gekapert, die Nachhaltigkeitsgedanken. Der kam ja aus dem Bergbau und hatte, wenn man es mal ganz salopp ausdrückt, die Idee, Bäume wie Getreide anzubauen, einfach um die Rohstoffversorgung zu sichern. Und das macht man leider bis heute. Es hat zwischendurch mal leichte Verbesserungen gegeben. Wenn wir nochmal auf die Nachhaltigkeit zurückkommen, die Mengennachhaltigkeit wurde zum Beispiel in den 90er Jahren dann mal langsam anders definiert, dass man gesagt hat, es geht um Ökosysteme, es geht um das Miteinander, dass man das alles in seiner Leistungsfähigkeit erhält und so in der Art zumindest, wie man es von den Vorfahren übernommen hat, weiterzugeben an die Nachkommen. Und der Anspruch vielfach ist ja der, dass man es sogar besser weitergibt. Und das scheint nicht so ganz zu gelingen. Warum scheint das nicht so ganz zu gelingen? Weil man sich halt immer noch viel zu stark in der Forstwirtschaft auf Holz konzentriert. Das fordert übrigens niemand. Das ist das Interessante. Das fordert niemand. Der Gesetzgeber, die Gesetzgeberin fordert es nicht. Da steht Schutz und Erholung gleichrangig drin. Trotzdem, das ist hier übrigens ein Bild aus dem Sauerland, das ist ja einer der Hotspots der Entwaldung in Deutschland. So ähnliche Bilder kennen wir aber aus Schweden, so ähnliche Bilder kennen wir aus Polen, so ähnliche Bilder kennen wir übrigens auch aus British Columbia, wenn wir mal die EU verlassen wollen. Das sieht eigentlich in vielen Teilen auf der Nordhalbkugel recht ähnlich aus, weil überall dieselben Systeme laufen, nämlich eine industrialisierte Holzwirtschaft. Und diese Holzwirtschaft scheitert nun auf großer Fläche. Es geht gar nicht um Fehler, wer ist schuld, warum ist das alles so gekommen, sondern die Frage ist ja, wie kommen wir da weiter? Und wir brauchen allerspätestens bis 2030 auf der gesamten Fläche eine nachhaltige Forstwirtschaft in dem modernen Sinne. Also, dass man die Ökosysteme sich wieder erholen lässt und schaut, wie viel Holz kann man denen denn abzapfen, wenn es um den Teilaspekt Holz geht. Wir haben ja noch ganz viele andere Aspekte, auch da möchte ich dem Pierre nicht vorgreifen, aber man sieht ja, was aktuell draus wird. Diese Plantagen sterben nun, weil dort Bäume gestanden haben, die dort von Natur aus gar nicht wachsen würden, ne, weil die eben aus eher nordischen, teilweise schon fast arktischen Gebieten kommen, denen es hier schon immer zu heiß und zu trocken war. Borkenkäferwellen haben wir seit rund 200 Jahren. Es ist also alles nichts Neues, aber der Klimawandel verschärft dieses Missverhältnis zwischen Holzwirtschaft und Forstwirtschaft im Allgemeinen. Und da werden jetzt eben Fehler der Vergangenheit recht deutlich. Und dann muss man also handeln. Was tut man? Auf großer Fläche, trotz aller Beteuerungen, die aus der Forstwirtschaft kommen, nochmal, man kann es gar nicht oft genug betonen, wir haben wunderschöne Beispiele von Leuten, die das sehr, sehr vernünftig machen, aber wir erleben eine Art Halsstarrigkeit und die Wiederanlage von Plantagen und leider auch großflächig mit nicht heimischen Bäumen, wo ich persönlich sagen würde, Leute, wir haben gar keine Zeit mehr, so rum zu experimentieren. Zum einen werden diese Flächen, können wir nachbauen, das ist zum Beispiel bei Treuenbrietzen aufgenommen, Waldbrandgebiet, auch alles abgeräumt. Das ist eine Aufnahme von 2019. Das sind abgeräumte Holzfelder. Und hier sieht man schön das ganze Dilemma. Zum einen geht natürlich die Artenvielfalt verloren, was auch immer das ist. So genau wissen wir das ja gar nicht in den Wäldern. Gibt es noch irre viel zu entdecken. Hier auf diesen Flächen wahrscheinlich deutlich weniger. Und wir haben gigantische Kohlenstoffverluste. Das ist ja das nächste große Thema beim Wald. Also Wald bekommt ja zunehmend Bedeutung für ganz andere Ökosystemleistungen, zum Beispiel in Bezug auf das Klima und in dem Fall die Kohlenstoffspeicherung. Hier gehen gigantische Kohlenstoffvorräte verloren, nicht nur von dem Holz, was in vielen Fällen in kürzestlebige Produkte umgewandelt wird. Das allerkürzestlebige ist ja Brennholz, gefolgt von Papier und diesen ganzen anderen Dingen. Also das ist wirklich langlebige Holzprodukte, sind glaube ich nur 15%.
die wirklich länger leben, also sagen wir 10, 20, 30 Jahre oder noch mehr, das ist ja nicht allzu viel. Das heißt, das Holz, was hier abgeräumt wird, in diesem speziellen Fall sowieso, ist viel zu Hackschnitzeln verarbeitet worden. Und die Böden heizen sich auf und verlieren durch Pilz- und Bakterienaktivitäten Umsetzung des Humus nochmal gigantische Kohlenstoffmengen. Und das kann ganz grob mal so als Überschlagsfaustzahl irgendwas um die 50.000 Tonnen pro Quadratkilometer sein. Also wirklich nennenswerte Zahlen. Diese ganzen Kahlschlagsflächen werden zu CO2-Quellen. Und leider muss man sagen, nehmen diese Flächen rasant zu. Und auch da müssen wir schauen, wie kriegen wir das umgedreht. Ne? Jetzt sehen wir hier zum Beispiel ein Bild aus einem FFH-Gebiet, also Flora, Fauna, Habitat, ist eigentlich, unterliegt einem Schutzstatus. Dort gibt es ein Verschlechterungsverbot. Und was ist dort gemacht worden? Man sieht es im Vordergrund liegen. Auch dort wurden borkenkäferbefallene Bäume abgeräumt. Nochmal, die sind in aller Regel tot, die da geerntet werden. Da geht keinerlei Gefahr mehr davon aus. Da gibt es übrigens auch im Wald selber, wenn es eben nicht an einer Straße, Bebauung und so weiter ist, gibt es keine Verkehrssicherungspflicht. Dort hätte man die Biomasse belassen können. Wir wissen, dass Totholz den Kohlenstoff deutlich länger speichert als die 85% der Holzprodukte, die wir daraus machen. Ne? Also selbst Häuser, da ist es grenzwertig, ob Häuser im Schnitt länger halten als Totholz im Wald. Gibt es tolle Untersuchungen dazu mittlerweile. Man hätte es in der Fläche belassen können. Es ist ja teilweise nach China verschifft worden. Übrigens mit dem der aberwitzigen Folge, dass zum Beispiel in British Columbia, wir haben dort Kontakt zu einer First Nation, dass in deren Bereich weniger Holz eingeschlagen worden ist, China dort kaum noch eingekauft hat, weil das Käferholz hier in Deutschland verramscht worden ist. Also wir haben unsere Kohlenstoffvorräte verramscht und stattdessen, man sieht jetzt diese Stecken da drin, dort in diesem Fall Douglasie gepflanzt. Ne? Und sagt, Leute, das ist die nächste nicht heimische Baumart, die in überwiegend Monokulturen, es sind ab und zu mal ein kleiner Buchenblock drin, so als Feigenblatt, aber es sind letztendlich in Reihe und Glied Monokulturen, nicht heimische Baumarten, große Probleme für unser heimisches Ökosystem. Die Douglasie selber hält es übrigens großflächig nicht aus. Ich sitze ja hier im Forsthaus. In unserem Garten hatten unsere Vorvorgänger auch schon ein paar Douglasien gepflanzt. Die haben sich, wir haben es ja schön live und in Farbe beobachtet, in den trocken, heißen Sommern fangen die jetzt an, sich zu verabschieden. Also man macht immer wieder dieselben Fehler und da müssen wir eben dringend raus. Für solche Monokulturen sollte es keine öffentlichen Gelder mehr geben. Das gibt es ja immer noch. Man sagt, das macht ja alles keiner mehr. Doch, das ist großflächig Praxis. Und die Praxis wird eben immer schlimmer und hat dann auch eben Folgen, dass auch Buchen ramponiert sind. Wir haben übrigens gerade den neuesten Waldzustandsbericht reinbekommen für die Bundesrepublik und danach ist Buche grundsätzlich um Größenordnung, ich glaube um den Faktor 25 besser dran als Fichte. Und die Buche wird ja immer so als Kronzeuge genommen. Guck mal, Buche stirbt auch ab, also liegt es gar nicht an uns. Ja doch, also Buche kriegt man schon auch zum Absterben durch starke Auflichtung. Im Forstfachjargon heißt das Heißschlagen. Dann sterben auch alte Buchen ab. Die halten übrigens erstaunlich viel aus, wie neueste Forschung belegt, aber irgendwann macht halt jeder Baum die Grätsche und spätestens, wenn man eben Böden kaputt fährt, die Wasserspeicherfähigkeit reduziert, das Winterwasser im Wald nicht halten kann, dann verabschieden sich auch Buchen und Eichen so allmählich. Also man kriegt die schon auch kaputt, aber sind eben als, nicht als Baumart, als Ökosystem. Ne, eine Buche ist ja keine Buche. Das ist, die interagiert mit ganz vielen anderen Wesen, ist eingebettet in viele andere Baumarten, die mit ihr zusammen einen Wald bilden. Und diese Ökosysteme sind noch relativ stabil. Das heißt nicht, dass die alles mitmachen. Aber wir hatten vorhin das Thema Resilienz, Urwald. Wie kommt man da näher hin? Indem man diese Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, stehen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und unter den abgestorbenen Fichten zum Beispiel kommen in vielen, nicht in allen, aber doch in vielen Fällen sehr viele Laubbäume zurück. Wir haben eine höhere Feuchtigkeit in den Wäldern drin, durch diese höheren Biomassevorräte, durch den Schattenwurf und so weiter. Also man bekommt das relativ gut hin. Und nochmal, das gehört zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Das ist letztendlich alles. Es ist Wasserbewirtschaftung, das ist Kohlenstoffbewirtschaftung, das ist Biodiversitätsbewirtschaftung und es ist auch im Übrigen Holzwirtschaft. Ich gehe nochmal gerade zwei Folien zurück. Wer will denn da in den nächsten 50 Jahren Holz ernten? Das geht nicht. Dazu brauchen wir Bäume. Die müssen da erstmal beweisen, dass sie dort noch wachsen.
Das passiert auf etlichen Flächen mittlerweile nur noch unter allen größten Problemen. Und um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, können wir nochmal zu schönen Wäldern zurück. Das ist zum Beispiel hier im Vordergrund eine 250-jährige Buche, das ist bei uns hier um die Ecke. Nochmal, es gibt ja eine Reihe von Betrieben, die es schon sehr schön vormachen. Die haben es aber noch schwer. Und die Freiwilligkeit, und der das Ganze bisher unterlegen hat, die können wir uns gar nicht mehr leisten. Also wenn die Ampel auf Rot springt, müssen wir anhalten. Wenn das Klima auf Rot springt, müssen wir bitte auch anhalten. Und das bedeutet im Wald, wir brauchen endlich klarere Vorgaben. Dagegen wehrt sich übrigens die Forstbranche gerade vehement in Bezug auf das neue Bundeswaldgesetz. Aber da muss man sagen, liebe Leute, ihr hattet 300 Jahre Zeit, zu zeigen, dass ihr es auch ohne stärkere Reglementierung besser machen könnt. Das scheint zumindest beim Gros nicht zu klappen. Und deswegen muss man jetzt nachjustieren. Das bestärkt die Leute, die es bisher schon gut gemacht haben und die Leute, die bisher auf Kosten der Allgemeinheit ständig zusätzlich Kohlenstoff in Form von CO2, Methan und anderen Gasen freisetzen, die ständig die Wiederbewaldung zurückwerfen, ne, in Bezug auf Kahlschläge, Kahlflächen, die weiter experimentieren mit Baumarten, die unser Ökosystem nicht kennt. Ob wir die kennen oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber kennen die unsere Pilze? Kennen die unsere Bakterien? Kennen die unsere Vögel? Nein, die können vielfach mit diesen Arten nichts anfangen oder wenig anfangen. Da gibt es schon einige starke und gute Hinweise, zumindest bei einigen Baumarten. Möchten wir weiter Roulette spielen oder möchten wir zu dem Ökosystem zurück, was bisher dort, wo es noch bestehen darf, zeigt, dass es noch mit dem Blödsinn, mit dem wir hier in Bezug auf das Klima veranstalten, zurechtkommt. Nochmal, das ist kein Allheilmittel. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir haben es bisher noch nicht geschafft. Ich kenne keinen einzigen Wald, wenn ihr jemanden kennt, möge sich gerne melden. Ich kenne keinen einzigen Wald, der besser ist als das Original in Bezug auf Resilienz. Und das ist genau das, worum es geht. Wir haben ist, glaube ich, viele Leute haben es noch nicht verstanden. Es geht jetzt darum, den Wald zu erhalten und danach zu schauen, was kann man ihn in einem sich rasant verändernden Klima überhaupt noch abverlangen. Und ich wünsche mir, das ist das, was wir uns alle wünschen, dass wir solche Wälder, wie wir es hier als Abschlussbild sehen, auf großer Fläche zurückbekommen. Und dann kann man sich in aller Ruhe unterhalten. Jetzt können wir mal wieder zurückkommen zu Zoom. Dann kann man sich in erstmal die Bildschirmfreigabe stoppen. Wie stoppe ich die jetzt? Mal gerade gucken. Ah, hier, da. Wunderbar. So, jetzt haben wir es. Dann kann man sich in aller Ruhe überlegen, wie man solche Wälder nutzt, wie viel man davon nutzt. Das wird sich laufend ändern. Also alte Gewissheiten sind alle über Bord geworfen angesichts des Klimawandels. Es geht jetzt darum, dass wir gemeinsam die Ökosysteme stärken. Und dazu brauchen wir wirklich, ja, auch strenge Rahmenbedingungen und natürlich brauchen wir auch Verbote, genau wie im Straßenverkehr auch. Also diese Verbotsdiskussion, ja, ich hätte beinahe ein hässliches Wort benutzt, ich sage es einfach mal, ja, die kotzt mich an. Unsere Gesellschaft funktioniert natürlich nur mit Verboten und wir haben ganz viele Verbote und ausgerechnet im Wald sagen wir, nö, also da brauchen wir das nicht. Das ist eins unserer wichtigsten Ökosysteme überhaupt und da müssen wir einfach klarere Rahmenbedingungen haben, aber natürlich auch Anreize für Leute, die es richtig gut machen. Auch dazu gibt es ja bereits Vorschläge, wie man Menschen belohnen kann, die mit ihrem Wald so umgehen, dass es wirklich, ne, das ist ja auch ein aktuelles Wort, enkeltauglich wird. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Mir lag es eben auf den Lippen zu sagen, man kann Verbote auch einfach Regeln nennen. Ja. Und wir haben für ganz viele Dinge, das ist ganz richtig, wir haben für sehr, sehr viele Dinge in unserem Zusammenleben Regeln. Und viele davon sprechen tatsächlich Dinge aus, die man nicht darf, anderen Sachen wegnehmen oder so. Ne? Und in dem Fall ist es halt unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft wegnehmen. So. Aber ich rede schon wieder zu viel. Ich möchte direkt überleiten zu Pierre Ebisch. Wie gesagt, Professor in Eberswalde und witzigerweise habe ich einen deiner ehemaligen Schüler jetzt kennengelernt, der zwar inzwischen was ganz anderes macht, aber der in höchsten Tönen von seiner Zeit in Eberswalde spricht. Das ist schön, danke schön. Ich bemühe mich mal jetzt auch erstmal hier um die Freigabe. Kriegen wir das hin? Das sieht schon so aus. Können alle sehen? Ja, hervorragend. Passt. Prima, danke sehr. Ja, ich glaube, der einführende Vortrag von Peter hat es schon gezeigt. Wir haben Diskussionsbedarf. Zu den Fragen, die offen sind, gehört sicherlich auch
wie wir Wälder retten können, ob die unser Klima retten können oder wer da wen rettet. Und wir wollen ja auch über den neuen Gesetzesvorschlag der EU sprechen, Wiederherstellung der Natur. Also da muss einiges repariert werden. Und das möchte ich nochmal ein bisschen besser verstehen. Zunächst mal sagen, dass ich mich freue über die Veranstaltung am heutigen Tag des Waldes und die vielfältigen Aktivitäten tatsächlich der grünen Fraktion vor allem zum Wald. Sind ja etliche Abgeordnete, die sich bemühen, sich gegen Kahlschläge verwenden, diese Fragen in die verschiedensten Regionen tragen, auch welche Zukunft hat unser Wald. Und entsprechend freue ich mich auch, dass aus Europa diese neuen Impulse kommen für eine bessere Erhaltung, für eine Wiederherstellung der Natur, wobei ich das noch nicht genau verstanden habe, was das bedeutet. Das wäre sicherlich so eine Frage. Wiederherstellung, Renaturierung wäre ein deutsches Wort, Restoration auf Englisch. Hier von der Seite der Europäischen Kommission ganz, ganz frohgemut letztendlich, dass man diesen Wurf wagt, letztendlich ein erstes kontinentweites, umfassendes Gesetz am Ende. Und sicherlich ist das nach Natura 2000 jetzt nochmal eine neue Chance, die Natur leistungsfähiger zu machen in einer Zeit, die von multiplen Krisen geprägt ist. Der Klimawandel ist angesprochen worden. Der IPCC-Bericht, der von gestern, der schon gar nicht mehr mit Überraschungen aufwarten kann. Wir wissen das ja alles, dass wir an einem Scheidepunkt stehen, dass wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit, wir ja diese Krise erkennen, die sich zuspitzt bis heute. Und wenn es schlecht läuft, ja, weiter voranschreitet. Je nach Szenario, das wir nun wählen. Und im Moment sind wir halt auf einem sehr schlechten Weg. Und ich bitte darum, diese Grafik, ich schlage das immer vor, eigentlich jeden Tag sich anzuschauen und auch jetzt im Vortrag im Hinterkopf zu behalten. Wir reden über eine Zukunft, die ist nicht stabil, über eine Zukunft, die nicht eine einzige ist, sondern wir sind jetzt in einem Durchgangsstadium hin zu einem neuen Zustand des globalen Ökosystems und wo es selbstverständlich darum geht, dass wir das abbremsen, weil die Szenarien sind heute. Also das, was wir vor ein paar Jahren diskutiert haben, was alles passieren könnte, auch im Wald, das schlägt nun zu. Die Bilder sind schon gezeigt worden von den kollabierenden Monokulturen der Fichten in den Mittelgebirgen. Ja, und es sind immer weitere Waldökosysteme bzw. Forsten, die betroffen sind. In Brandenburg hier oben im Nordosten Deutschland frage ich immer, ob wir darauf vorbereitet sind, dass das hier bald so aussehen könnte wie im Sauerland. Und was wir dann machen mit der Landschaft. Wir haben bereits zum Teil flächiges Absterben von Kiefern. Wir haben Wälder, die degradieren zu Gebüschen. Und hier ist natürlich dann die große Frage, wie läuft hier Wiederherstellung, Renaturierung? Wohin soll das gehen? Was wird hier wachsen? Und was sollen wir uns da wünschen? Und welche Fehler vermeiden wir besser? Peter hat darüber sehr eindrücklich schon gesprochen, weil wir mit bestimmten Praktiken letztlich auch das Potenzial reduzieren, dass der Wald sich erholen kann, dass die Ökosysteme sich reduzieren kann. Ich meine, Ökosystem ist immer. Ja, das ist ganz klar. Wir bekommen irgendwelche Ökosysteme, aber wir haben ja ein Interesse daran, dass die gewisse Eigenschaften haben, gewisse Leistungsfähigkeit, gewisse Leistungen uns auch darbieten. Die Folgen des aktuellen Umgangs mit dem Wald betreffen halt nicht einfach nur Bäume, es sind die Ökosysteme geschädigt, der Boden, die Mikroorganismen, es ist erwähnt worden. Es sind landschaftsökologische Konsequenzen, die wir generieren, etwa durch die Kahlflächen, die sich sehr stark aufheizen und mit systemischen Rückkopplungen dazu beitragen, dass der globale Klimawandel sich dann lokal und regional noch verstärkt und viel Hitze bedeutet, stärkere Austrocknung bedeutet stärkeres Leid für die Organismen, bedeutet mehr Absterben von Bäumen etwa und dann dreht es sich im Kreis. Wir haben also da an mehreren Schrauben gedreht inzwischen und die heizen halt
Teufelskreise an. Und diese Teufelskreise bedeuten eine Erwärmung jetzt ja nicht nur auf wenigen Hektar, sondern wir reden über Hunderttausende von Hektar, die betroffen sind, die kahlgeräumt werden und die sich etliche Grad, 8, 10, 12 Grad an heißen Tagen um die Mittagszeit heißer sind als in intakte Wälder, wo entsprechend dann sich die Aufwuchsbedingungen für Bäume verschlechtern, die Erholungsbedingungen, die Renaturierung beschädigt wird, das Renaturierungspotenzial und natürlich dann auch die verbleibenden Wälder. Wald ist das einzige Ökosystem neben den Gewässern, das kühlt die Landschaft, das irgendwas noch dem über uns rollenden globalen Wandel oder der globalen Erwärmung was entgegensetzt. Gewässer kann man nicht vermehren. Bei den Wäldern ist es theoretisch so. Wälder kann man auch stark reduzieren und das macht was mit der Landschaft. Umgekehrt, wenn wir uns vorstellen könnten, mehr Wald zu haben, mehr Gehölze in der Landschaft, das kann man modellieren, das kann man errechnen, wäre es ein bisschen kühler oder ein bisschen weniger warm in der Zukunft. Das kann man quantifizieren und damit auch dann in die Gesellschaft die Frage stellen, wie viel ist es uns auch wert, dass gegebenenfalls Wald solche Leistungen erbringt, weil von der Kühlung etwa die Menschen profitieren in den Siedlungen. Das hat gesundheitsrelevante Aspekte und die Landwirtschaft und die Wasserwirtschaft selbstverständlich sind direkt betroffen. Was passiert im Moment? Eine Degradation in einer Geschwindigkeit, wie man es halt selten gesehen hat in Deutschland. Es ist historisch aus verschiedenen Gründen. Ich schaue auch noch mal hier in dieses Gebiet, das der Peter schon gezeigt hat, FFH-Gebiet Montabaurer Höhe 2015. Das war gerade erst und das ist 2021. Und was sehen wir? Waldflächen tragen keine Bäume mehr. Und das ist ein Problem, weil ja diese Flächen sich erwärmen. Aber letztlich ist es auch eine Zerschneidung, einen Beitrag zur Fragmentierung der Waldfläche in Deutschland. Wir haben das mal jetzt mit Satellitenbildern ausgemessen, sozusagen ausgezählt, 30 Meter Auflösung. Wenn man dann schaut, wie viele Waldflächen gibt es eigentlich in Deutschland, die an etwas anderes grenzen als Wald und damit sozusagen Fragmente darstellen, ja, fast 2 Millionen. Und diese Zahl nimmt gerade stetig zu und die Flächen werden immer kleiner. Ja, 98% sind kleiner als ein Quadratkilometer und wir haben ganz wenige größere Waldblöcke noch. Das wäre diese Karte, wo ein bisschen blau zu erkennen ist, sind so besser verbundene Waldregionen. Das ist der Pfälzerwald zum Beispiel, der auffällt, oder der Spessart, ein paar alpine Wälder und andere Waldgebiete, die uns vertraut sind, haben sich da schon aufgelöst irgendwie, wie der Harz. Ja, das heißt, da ist noch legal Waldfläche, aber da stehen ja keine Bäume mehr. Und dann kann man auch mit Satellitendetektoren feststellen, wie es diesem Wald dort geht, wie die Vitalität ist, wie grün sind die Bäume, wie sehr leiden sie, aber auch zum Beispiel, welche Oberflächentemperatur herrscht. Und da erkennen wir klare Zusammenhänge, je kleiner und verinselter die Fragmente, desto wärmer werden sie und desto größer der Stress jetzt in der Klimakrise. Kurzer Sprung hier mal einfach rausgegriffen im roten Kreis. Was ist das? Der Fleck da? Ah, Ebersberger Forst in Bayern. So ein bisschen bläulicher, ein bisschen kühler als die kleinen Fliegenschiss-Fragmente, die es da überall in der Landschaft gibt. Schauen wir da rein. Ist das aber auch schon wieder ernüchternd. Das ist einer der größeren Waldblöcke in Deutschland. Die sehen so aus. Wir haben dann innerhalb der Fragmente auch noch eine interne Fragmentierung, eine starke Überprägung. So, wäre hier Renaturierung angemessen? Und wie muss die aussehen? Na, und so könnten wir jetzt reisen mit Satellitenbildern. Das ist ja ein Problem für manche Akteure, dass es jetzt sehr transparent geworden ist, zeitnah in hoher Auflösung durch die Landschaft reisen von Norden nach Süden und überall erkennen, was wir unseren Wäldern antun. Und nein, es ist nicht nur der Klimawandel, der etwa im Waldzustandsbericht
des Bundesministeriums heute da angesprochen wird. Es ist auch die Bewirtschaftung und die wird in diesem Bericht wiederum ausgeklammert. Kein Wort dazu, was sie beiträgt. Und klar, je nachdem, welche Baumarten wir haben, wie sehr wir das Kronendach öffnen und so weiter, wirkt das etwa auf das Mikroklima. Das kann man messen und dann gibt es Leute, die zweifeln das an und man kann fast machen, was man will. Das ist ja nicht so, dass man mit zwei Thermometern mal in den Wald geht, sondern wirklich hunderte von Datenloggern über Jahre laufen lässt und diese Effekte bestätigt bekommt, dass halt die Bewirtschaftung dazu beitragen kann, dass das Wald kühler bleibt oder heißer wird. Und das hat zu tun mit verschiedenen Aspekten der Bewirtschaftung, sicherlich auch, wie viel Biomasse im Wald belassen wird, tot oder lebendig, was zu tun hat, eben dann auch mit der Bodenbildung, die etwa durch das Totholz wesentlich beeinflusst wird. Und ich möchte jetzt ganz kurz auch noch auf einen weiteren Aspekt kommen. Der Boden ist von Peter schon angesprochen worden, der eben heftig betroffen ist von der aktuellen Situation und der Reaktion der forstlichen Akteure. Das ist nochmal FFH-Gebiet Montabaurer Höhe. Und was wir hier erkennen, ist halt nicht nur die Kahlfläche, es ist zum Beispiel die Befahrung in engen, maschigen Rückegassennetz. Teilweise hier, man kann es ja ausmessen, weniger als 20 Meter, wo entsprechend 20-25% der Flächen dann von Befahrung betroffen sind. Verdichtung, wo nachgewiesenermaßen über Jahrzehnte der Wald sich hier nicht erholen kann, vielleicht keine Bäume aufwachsen oder nur schlecht aufwachsen. Das ist ein nennenswerter Anteil, selbst in Schutzgebieten. Und das zum Thema EU-Gesetzgebung. Wir kriegen im Moment dieses Natura 2000 nicht ordentlich umgesetzt. Es gibt da enorme Vollzugsdefizite, nicht nur im Wald. Und das müssen wir schon auch mit diskutieren, wenn wir jetzt über ein neues Gesetz reden. Alles das, Natura 2000, Gebiete, geschützte Biotope, ich hätte es mir alles nicht vorstellen können vor wenigen Jahren, wie das in Deutschland aussieht. Gewässer und so weiter und so fort. Wir sind jetzt gerade nach Hessen gesprungen, schauen uns das an. Mal hier kurz reingemalt, diese Rückegassen, die man so auf Anhieb sieht, Degradation größeren Ausmaß. Und jetzt kommt das Gesetz. Das ist gut, aber jetzt natürlich relevant, was drinsteht und welche Natur da wiederhergestellt werden soll. Die Ziele sind gut. Es geht um eine kontinuierliche, langzeitliche und nachhaltende Erholung von biodiverser und resilienter Natur. So weit, so gut. Aber haben wir verstanden, was das ist? Wenn wir die Praktiken anschauen in einem Land wie Deutschland, das ja einiges auf sich hält und sich immer so als Musterschüler vielleicht auch sah im Naturschutz, wir haben den ja hier mit erfunden, kommen halt weitere Fragen auf. Restoration, Wiederherstellung, ja, da sollen die Ökosysteme in einen guten Zustand gelangen. Was ist ein guter Zustand? Wie wird das definiert? Sicherlich eine der großen Fragen. Weitere Fragen, die sich ergeben, für mich auch sozusagen, wir reden jetzt über Wiederherstellung, Renaturierung, müssten wir nicht zunächst auch mal sicherstellen, dass die laufende Degradation abgebremst wird oder irgendwie gestoppt wird? Und sind wir wirklich vorbereitet darauf, dass wir in eine sehr unsichere Zukunft laufen? Die Ökosysteme vor allem, wo der Stress zunehmen wird. Wie machen wir die Ökosysteme fit? Nicht nur, dass sie irgendwie hübsch aussehen wieder wie früher, das wird nämlich nichts, sondern dass sie mit dem Klimawandel halbwegs zurechtkommen. Und ist Renaturierung der richtige Begriff oder geht es nicht eher um eine Pronaturierung und eine Prostoration statt Restoration? Haben wir noch nicht gehört, aber wir müssen ja da, glaube ich, ein bisschen neu in die Zukunft denken. Es gibt in Bezug auf den Wald im Gesetzesvorschlag Indikatoren, die in, ich würde sagen, eher konventioneller Art in die richtige Richtung gehen, dass es Totholz geben muss, dass es eine Strukturvielfalt, ungleichaltrige Bestände geben soll, Konnektivität, Verbundsituation ist relevant, dann soll es um Vögel gehen, Bird Index und Kohlenstoff. Und hier auch ganz viele Fragen. Das sind eher ja so Strukturindikatoren. Aber wo sind die Prozesse, die Funktionen, wie etwa die Pufferungsfähigkeit, Kühlungsfähigkeit, die Resilienz, kann man mit diesen Indikatoren nicht messen? Ja, was ist denn adaptive
Resilienz und wie wird gemessen, ob man die Selbsterholungsfähigkeit stärkt des Waldes? Oder geht es jetzt darum, irgendwie ein Ökosystemdesign auf die Fläche zu bringen, weil der Wald halt inzwischen zu doof ist, sich selbst zu erholen? Viele weitere Dinge, die ja hier offen bleiben, denke ich. Auch die Frage, sind jetzt Vögel die richtigen Indikatorarten? Einfach nur viele Vögel, kennen wir schon, machen noch lange keinen guten Wald, weil da sind auch dann nicht Waldvögel gegebenenfalls erfasst. Was ist mit den Waldarten auch aus den anderen Taxa? Hier steht nichts zu dem absoluten Ausmaß der Waldfläche, Verteilung im Raum, die Größe der Fragmente und so weiter und so fort. Also da hätte ich viele Wünsche, auch in Bezug darauf, was wo besser nicht gemacht wird, wenn eine Renaturierung betrieben wird, wie von Peter schon beschrieben. Hier, nochmal sozusagen zusammengefasst, der Wunsch, dass man eigentlich idealerweise diese ökosystemare Dimension der Natur noch stärker in Fokus nimmt, sind Funktionsgefüge. Ja? Das sind nicht einfach Ansammlungen von Bäumen und Arten. Klimawandel ist irgendwie drin, weil man will die Klimaziele erreichen und auch Anpassung. Aber wie erreichen wir, was sind die wesentlichen Parameter, den Wald eben fitter zu machen, um dem Klimawandel zu widerstehen? Und ich könnte mir eine ganze Reihe von zusätzlichen Indikatoren vorstellen, die auch zur Verfügung stehen, etwa fernerkundungsbasiert, Vegetationsvitalität an heißen Tagen, die tatsächlich Temperatur ist ein exzellenter Funktionsindikator. Da, wo es kühl ist, arbeitet Natur, da wird grünes Wasser umgewälzt. Und da würde ich dann die durchschnittliche Oberflächentemperatur an heißen Tagen nehmen. Und das können wir ja mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung messen. Biomasseakkumulation bei den Strukturindikatoren sicherlich gibt es auch noch gerade so diese geometrischen Aspekte, die so relevant sind, damit wir wirklich lebensfähige Ökosysteme haben. Und man kann auch Indikatoren wählen, die halt die Belastungen darstellen, die wir ehrlich auch drauflegen müssen auf die Wälder und schauen, wo sind da welche Randeffekte, was ist da ungünstig am Rande des Waldes, sind das Straßen, sind das Äcker und klar, solche Aspekte, die wir gezeigt haben, Zerschneidung und Befahrung. Also Wald und Klima reparieren wäre schön. Ich freue mich, dass es diesen Gesetzesvorschlag gibt. Aber hoffentlich ist da noch ein bisschen Möglichkeit, da auch das weiterzuentwickeln. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Das waren wieder sehr, sehr viele Informationen. Und wie gesagt, ich muss mir das dann auch nochmal angucken. Denn man kommt nicht dazu, sich alles zu merken, wenn man parallel schon anfängt, Fragen zu lesen. Ja, jetzt kommt also der Block, wo es tatsächlich um das Gesetz zur Rettung der Natur geht. Ich habe das einfach mal so freihändig umbenannt, weil ich das sehr viel eingängiger finde als diesen sperrigen Titel mit der Wiederherstellung der Natur, der natürlich auch sofort auf große Kritik gestoßen ist seitens der Kolleginnen und Kollegen von der EVP, also die Europäische Volkspartei. Das ist quasi die Unionsfraktion auf der Europaebene, die also sagt, ja, wir wollen ja nicht nach 1950 zurück. Das war natürlich sofort die Aussage. Ne? Wobei, wage jetzt zu bezweifeln, dass der Wald 1950 so sehr viel besser ausgesehen hat, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, was ist das Gesetz zur Rettung der Natur? Es wurde eben schon richtig gesagt, die erste echte Naturschutzgrundgesetzgebung seit mindestens 20 Jahren, wenn man jetzt die Wasserrahmenrichtlinie als Naturschutz definiert, was sie ja auch ist, aber nicht nur. Und das allererste Gesetz, was sich mit der Revitalisierung von Ökosystemen überhaupt beschäftigt, weltweit. Und das hat auch tatsächlich Wellen schon weltweit geschlagen. Ich habe das gemerkt, als ich in Montreal war, letztes Jahr im Dezember auf der Biodiversitätskonferenz, dass mich also Menschen aus anderen Kontinenten angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, eben habt ihr jetzt so ein Restoration Law, das ist ja total klasse. Und ich habe dann gesagt, nee, noch haben wir gar nichts, ne? Wir stehen da noch ganz am Anfang, aber es wird tatsächlich wahrgenommen und es hat auch die Verhandlungsposition der Europäischen Union gestärkt, dass eben die Kommission, die ja für die Mitgliedstaaten verhandelt, sagen konnte, ja, wir wissen es,
Wir haben sehr viel von unserer Natur zerstört und kommen jetzt und sagen, ihr sollt aber den Tiger schützen und den Regenwald. Aber wir wissen, dass wir da Mist gebaut haben und wir fangen auch an, was dagegen zu tun. Das war wirklich, glaube ich, sehr wertvoll. Wie sieht es jetzt aus? Erstmal rein formal. Es ist ja immer so, die Kommission legt einen Vorschlag vor. Klammer auf, dass der Vorschlag überhaupt so aussieht, wie er aussieht, hat auch damit zu tun, dass wir den seit ungefähr einem Jahr auf den Zehen rumtrampeln und sagen, und das muss rein und das muss rein und das darf auf keinen Fall rein. Und ihr solltet gar nicht auf die Idee kommen, das nur auf FFH-Gebiete zu beziehen. Das wollten die nämlich am Anfang. Und dieser Vorschlag wird dann ins Parlament zur Beratung weitergereicht und in den Rat der Mitgliedstaaten. So ein bisschen wie Bundestag und Bundesrat auf der deutschen Ebene, nur haben wir halt immer den Bundesrat dabei, was sehr lästig ist, weil die Mitgliedstaaten uns häufig in die Suppe spucken. Das Parlament benennt dann eine Person, die die Verhandlungen führt. Das ist ein etwas kompliziertes System, das erspare ich euch jetzt. Aber jede Fraktion sendet nochmal eine mitverhandelnde Person in dieses Gremium, was dann an Änderungsvorschlägen und an Kompromissen arbeitet. Für die Grünen darf ich das übernehmen, was mich wirklich sehr freut. Verhandlungsführer ist César Luena, Sozialdemokrat aus Spanien, der auch sehr ambitioniert an die Sache rangeht. Das heißt, ich habe ein recht gutes Gefühl, zumindest mal für die Parlamentsposition. Es könnte allerdings schwierig werden, weil der Rat der Mitgliedstaaten erarbeitet eben auch eine Position. Wenn dann beide Gremien soweit sind, dass sie ihre Positionen abgestimmt haben, wir ganz formal im Plenum, ne, so wie man das halt so macht, dann setzen sich Rat der Mitgliedstaaten und Parlament zusammen zum sogenannten Trilog. Die Kommission sitzt nämlich dann auch wieder am Tisch und verhandeln sozusagen den Endkompromiss aus. Und da scheint es hier in Brüssel die Regel zu geben, der Rat gewinnt immer. Mal gewinnt er 60-40 und mal gewinnt er 80-20. Wäre schön, wenn wir diesmal bei einer anderen Verteilung landen würden, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist vorhin sehr richtig angesprochen worden, unser Problem bei der Naturschutz, im Naturschutz auf der europäischen Ebene und auch auf der deutschen ist ja gar nicht mal unbedingt, dass wir schlechte Gesetze hätten, sondern dass sie eben nicht umgesetzt werden, dass sie nicht durchgesetzt werden und dass insbesondere die Möglichkeiten für einzelne Akteure, einzelne Kommunen, zu groß sind, um von diesen Gesetzen abzuweichen. Also ich bekomme da auch immer wieder Anfragen und Zuschriften, denen ich dann immer sagen muss, wir können hier in Brüssel wirklich nur die ganz großen Sachen, wenn auf nationaler Ebene alles ausgereizt ist, dann kommt Brüssel ins Spiel so ungefähr. Aber es kommen wirklich, man kann sagen, wöchentlich Zuschriften. Bei uns soll ein Supermarkt gebaut werden im FFH-Gebiet oder bei uns soll ein Gewerbegebiet ausgewiesen werden oder eine Umgehungsstraße gebaut werden oder. Und bei all diesen Interessensabwägungen fällt die Natur meistens hinten runter. Das ist wirklich so. Hängt auch damit zusammen, dass die Naturschutzbehörden oftmals nicht den stärksten Stand haben innerhalb einer Gemeindeverwaltung. Auch die obere Naturschutzbehörde ist häufig nicht so ausgestattet, wie sie ausgestattet sein müsste, um solchen Verstößen auch nachzugehen, beziehungsweise um dann auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, das ist kein Ausgleich. Ihr könnt nicht einfach hergehen und könnt einen alten Buchenbestand abholzen und sagen, dafür pflanzen wir da hinten ein paar Kiefern. Das wird so nicht funktionieren, aber es wird eben häufig immer noch so gemacht. Und da glaube ich, sind wir auch alle aufgerufen als Bürgerinnen und Bürger, als Wählerinnen und Wähler, da auch unsere Stimme zu erheben und zu sagen, das geht so nicht. Wir sind damit nicht einverstanden. Denn am Ende des Tages wird es ja auch deshalb gemacht, weil die Stadtverwaltung, die Gemeindeverwaltung, wer auch immer, entsprechende Unterstützung erfährt. Es ist schon ganz viel dazu gesagt worden, was im Gesetz zur Rettung der Natur drinsteht zum Thema Wald und Waldindikatoren. Deswegen kann ich mich da jetzt ein bisschen kürzer fassen. Wir haben tatsächlich in unseren Änderungsanträgen eine ganze Reihe weiterer Indikatoren vorgeschlagen, unter anderem beispielsweise die Temperatur, die Artenvielfalt und zwar mit standorttypischen Bäumen, ne? Also nicht mit welchen, die unbedingt genau da jetzt vorkommen, aber die typisch für einen solchen Standort sind. Und da sollen die Mitgliedstaaten also nach unserer Vorstellung auch durchaus in Betracht ziehen, wie wird sich denn der Standort entwickeln mit steigenden Temperaturen, mit veränderten Niederschlagsmustern und so weiter. Und dann kann es durchaus sein, dass da, wo jetzt im Moment Fichten stehen, wobei ich mich ja immer frage, wieso überleben die da überhaupt? Gibt es da wie in der Landwirtschaft so eine Beikrautbekämpfung, so eine Beigehölzbekämpfung oder
wachsen die da halt an, wenn man sie wegpflanzt, aber egal. Und wo man im Moment sagen würde, okay, da passt jetzt beispielsweise vielleicht noch die Buche hin, aber der Standort könnte heißer werden, könnte trockener werden. Vielleicht müssten wir da eher in den Bereich, keine Ahnung, Traubeneiche oder sonst was gehen, die eher dann mit so einem Standort klarkommt. Also das, denke ich, da sollten die Mitgliedstaaten auch eine gewisse Freiheit haben, sich eben auf die Zukunft vorzubereiten. Auch bei dem Waldvogelindex haben wir gesagt, wir brauchen einen Waldartenindex, der eben natürlich auch Säugetiere umfasst, Insekten umfasst, Pilze umfasst, also alles, was die Artenvielfalt ausmacht. Dann das Problem mit organischem Kohlenstoff. Also ich finde diesen Indikator gruselig, wirklich gruselig. Sorry, ich habe mal im Labor gearbeitet, sehr lange Zeit meines Lebens. Organisch Kohlenstoff, wenn ich organisch Kohlenstoff im Boden haben will, dann fahre ich eine Rolle Gülle in den Wald und kippe sie ab. Dann habe ich ganz viel organisch Kohlenstoff, aber dem Wald ist natürlich überhaupt nicht geholfen. Das heißt, da brauchen wir einen Indikator, der auch die Qualität des Kohlenstoffs im Boden in Betracht zieht, dass der eben im Humus in Komplexen gebunden sein muss und halt nicht irgendwelcher leicht wieder freisetzbarer Kohlenstoff, mit dem hätten wir ja gar nichts gewonnen. Wie geht es weiter mit dem Gesetz? Wir verhandeln im Moment, wir haben letzte Woche angefangen mit unserem ersten sogenannten Schattenberichterstattertreffen, das heißt, der Verhandlungsführer lädt alle Fraktionen ein, stellt vor, die und die Kompromisse schlage ich vor für Artikel 1. Da hat beispielsweise die EVP gesagt, die Ernährungssicherheit muss gleichrangig mit den natürlichen, mit den Funktionen der Ökosysteme stehen. Also gleichwertig zu dem eigentlichen Zweck, nämlich die Natur, der Natur wieder Leben einzuhauchen, die Natur sich selbst helfen zu lassen. Dann haben wir gesagt, das geht natürlich gar nicht. Ne? Also es ist zwar richtig, dass wir ohne Artenvielfalt langfristig keine Ernährungssicherheit haben, aber das, was die EVP sich vorstellt, geht natürlich in eine andere Richtung. Die EVP sagt, das muss gleichrangig behandelt werden. Das heißt, ich muss, wenn ich überlege, ob ich eine Fläche natürlicher gestalte oder Natur Natur sein lasse oder ob ich da jetzt zusätzliche Lebensmittel anbaue, dann muss ich das jedes Mal abwägen. Das haben wir jetzt lang genug gemacht und das war, glaube ich, nicht so die allerbeste Idee, wenn ich mir auch den Zustand unserer Agrarböden anschaue. Das heißt, da haben wir noch einige Debatten vor uns, um da zu einem guten Weg, zu einem guten Kompromiss zu kommen. Zeitplan sieht im Moment vor, dass wir im Mai unsere Verhandlungen abschließen und den Entwurf im Umweltausschuss abstimmen und dann im Juni oder im Juli im Plenum abstimmen. Und dann würde es nach dem Sommer mit dem vielbeschworenen Trilog weitergehen, also mit den Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten. Wir haben in dem Gesetz, ich will es nur noch mal kurz erwähnen, wir haben gefordert, strenge Unterschutzstellung von Alt- und Primärwäldern. Ja, das ist zwar in dem Gesetz nicht explizit angesprochen, weil es da wirklich darum geht, Ökosysteme zu revitalisieren. Und wir sagen halt ja, die wir haben, sollten wir aber effizient, also effektiv schützen, weil das ist nicht überall der Fall. Eine Pflicht zu einer naturnahen Waldwirtschaft mit Managementplänen bis 2030. Das werden wir auch vermutlich nicht auf den gesamten Waldflächen der Europäischen Union erreichen, aber wir sollten zumindest versuchen, es auf möglichst vielen zu erreichen. Und ich glaube, dass der Entwurf zum Deutschen Waldgesetz ist dafür schon ein recht guter Weg. Da haben wir zumindest in Koalitionsverhandlungen auch lange dafür gekämpft. Und ja, vorhin ist ja auch schon was gesagt worden zum Thema Vernetzung. Tatsächlich ist es so, wenn man sich das Natura 2000-Netzwerk anschaut, die meisten Ökosysteme, also die meisten Schutzgebiete aus dem Natura 2000-Netz, also Vogelschutzrichtlinie und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die vernetzt sind, sind in der Tat die Wälder. Ja, und das heißt, da sind wir noch relativ gut, was die Vernetzung angeht. Bei anderen Ökosystemen sieht es sehr viel schlechter aus. Nochmal zum Begriff. Ich sage immer Rettung der Natur, weil ich das sehr viel treffender finde und weil für viele Menschen Renaturierung so klingt wie, wir machen da gar nichts mehr. Es darf niemand mehr den Wald betreten oder das Ökosystem betreten und es darf auch niemand mehr eine einzige Blume pflücken oder so. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Stressfaktoren zu reduzieren. Und ich will mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich bringen. Zu unseren artenreichsten Ökosystemen in Mitteleuropa zählen ja die Streuobstwiesen. Eine Streuobstwiese würde niemals irgendwo natürlich entstehen. Das ist ein Kulturökosystem.
was aber nichts daran ändert, dass es für die Biodiversität sehr wertvoll ist. Das heißt, eine Maßnahme im Sinne dieses Gesetzes kann beispielsweise auch sein, einen intensiven Obstanbau zu einer Streuobstwiese oder zu einem extensiveren Obstanbau umzuwandeln, einen totgespritzten Grasacker zu einer Blumenwiese umzuwandeln, die natürlich dann immer noch genutzt wird, sei es, dass Kühe drauf rumlaufen oder sei es, dass sie dann halt doch zweimal im Jahr gemäht wird, aber man, das heißt nicht, dass man wirklich das Ökosystem überhaupt nicht mehr nutzen kann. Ich bin sehr froh, dass die Kommission unserem Drängen nachgegeben hat und sich nicht darauf beschränkt hat, wie sie es ursprünglich wollte, nur auf degradierte Ökosysteme abzuzielen. Denn dann hätten wir genau das Problem, was vorhin angesprochen wurde. Wer legt das denn fest? Was ist denn degradiert? Und dann hätten wir wahrscheinlich erst mal 5 Jahre darüber diskutiert, was degradiert bedeutet. Und dann haben wir schon fast 2030, sage ich jetzt mal. Und da hat die Kommission gesagt, nein, wir machen ein stumpfes Flächenziel. 20% Landfläche, 20% Meeresfläche. Wir haben jetzt 30% gefordert. Mal schauen, wo wir rauskommen. Aber wie viel Prozent von der Landesfläche das ist, da braucht man nur einen Atlas aufzuschlagen. Also das ist jetzt nicht so höllenschwer rauszubekommen. Und innerhalb dieses Rahmens haben die Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität, sind aber auch gebunden an die Vorgaben, die schon in der FFH-Richtlinie gemacht worden sind, im Sinne von, was sind prioritäre Ökosysteme, was sind prioritär zu schützende Arten und sich auch anhand dieser Parameter zu orientieren. Wer mehr dazu wissen will, ich habe einiges auf der Homepage und ich halte euch auch natürlich regelmäßig auf dem Laufenden, was die Verhandlungen angeht. Das steht dann immer alles in meinem Newsletter. Jetzt haben wir schon 8 Uhr, meine Güte, und wir haben wahnsinnig viele Fragen bekommen. Eine, die kam mehrfach, deswegen möchte ich die jetzt einfach mal als allererstes stellen. Könnt ihr bitte Informationen über die Schäden wegen der Windkraftanlagen geben? Da würde ich einfach mal, wer fühlt sich angesprochen? Ich kann anfangen, Peter. Also wenn wir diese fernerkundungsbasierten Analysen machen etwa und schauen, wie sieht es aus mit der Fragmentierung, wie sieht es aus mit der Temperaturerhöhung, dann schauen wir nicht erstmal auf die Gründe, die dazu führen, dass es irgendwie dem Wald schlechter geht. Aber wenn wir auf die Wälder schauen, die tatsächlich betroffen sind von teilweise sehr breiten Schneisen, permanenten Zuwegungen, baumfreien Löchern dann nachher im Wald, dann erkennen wir natürlich, dass Windkraftanlagen im Wald nicht günstig sind für das Ökosystem. Und meines Erachtens ist die Diskussion auch zu lang nur in Bezug auf fliegende Vögel und Säugetiere geführt worden. Es ist ein ökosystemarer Impact. Und ich würde mir wünschen, dass wir die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, aber bitte nicht im Wald. Und ich denke, das sollten Flächen sein, die halt schon sehr stark degradiert sind, die doppelt und dreifach genutzt werden könnten. Ne? Und insofern sehe ich das sehr kritisch, dass jetzt auch die Naturschutzbarrieren gegebenenfalls in Deutschland reduziert werden, planungsrechtlich das vereinfacht wird, einfach Tatsachen zu schaffen, die das Ökosystem schwächen. Vom Boden habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Es ist ein Problem. Gut, wobei ich schon nochmal sagen möchte, es ist natürlich eine Herausforderung für ein Bundesland wie Rheinland-Pfalz mit über 30% Waldbedeckung zu sagen, wir bauen Wind, aber nicht im Wald. Ne? Also das ist dann die andere Seite der Medaille und bin mir auch nicht sicher, ob das der größte Stressor für die Wälder ist. Natürlich ist es ein Problem, jede Freifläche ist im Prinzip ein Problem für den Wald, das ist mir schon klar. Etliche Fragen sind zum Thema Holzkraftwerke eingegangen und ich glaube, da sage ich am besten selber was dazu, weil wir sind uns wahrscheinlich sowieso alle einig, dass das völliger Humbug ist, Holz zu verbrennen, um Strom zu gewinnen. Ne? Also wir brauchen aus meiner Sicht brauchen wir auch Bewirtschaftung von Wäldern, weil wir Holz eben zu langlebigen Produkten verarbeiten wollen. Ja, also wenn ich Holz im Bau verwende, dann habe ich ja diesen CO2-Speicher sehr, sehr lange an. Oder sagen wir es mal so, hoffentlich sehr lange. Ich kenne Holzhäuser, die stehen schon sehr lange und mein eigenes steht hoffentlich auch noch ganz lang. Das ist aber was anderes, als wenn ich wirklich diese Ultrakurznutzung habe. Deswegen haben wir uns auch
auch jetzt in den Verhandlungen zur neuen erneuerbare Energienrichtlinie immer dafür eingesetzt, wenn überhaupt, dann Kaskadennutzung, Restholz, Abfallholz, aber eben nicht als Primärholz. Und im Moment kämpfen wir wie die Löwen mit dem Rat der Mitgliedstaaten, insbesondere mit Skandinavien, die halt sagen, nö, Primärholz wollen wir drin haben, dass das weiterhin als erneuerbare Energie gilt. Ich finde das vollkommen absurd. Ich finde es sehr interessant, und zwar fragt Christian, da weiß vielleicht der ehemalige Beamte was, welche Vorgaben müssen PrivatbesitzerInnen zur ökologischen Nutzung des Waldes einhalten? Wenn ich so in die Wälder hineinsehe, denke ich mir, anscheinend dürfen diese sich benehmen wie die Axt im Walde. Ja, also ich bin ehemaliger Förster, ich bin natürlich immer noch Förster, aber ehemaliger Beamter. Das ist schon eine ganze Reihe von Jahren nicht mehr. Nee, aber um nochmal darauf zurückzukommen, das Problem fängt eigentlich ganz woanders an. Also natürlich gibt es gesetzliche Vorgaben, aber dadurch, dass die staatlichen Forstverwaltungen durch die Banken, das haben wir in sehr vielen europäischen Ländern, die größten Marktteilnehmer sind, als Aufsichtsbehörde, die selber laut Rechtsgutachten, was wir haben, in den Bereich der Strafbarkeit kommen, ist es natürlich schwierig, wenn diese Behörden im Privatwald etwas durchsetzen wollen, was sie selber auch nicht beachten. Also wir haben, der hat es ja zufälligerweise, weil das ist ein Gebiet, in dem wir beide uns für entsprechenden Schutz einsetzen, Montabaur Höhe, da hat man es gesehen, ne? Da ist ein Rechtsgutachten zum Schluss gekommen, dass dort möglicherweise sogar Straftaten im Anbegangen begangen wurden und es eine Lücke im Rechtssystem aufscheinend gemacht worden. Das hat die EU übrigens auch schon seit vielen Jahren anprangert, dass deutsche Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind und nicht darauf ausgelegt sind, dass der Staat Straftaten begeht. Man muss soweit ausholen, weil im Moment alles mit Füßen getreten wird. Also im Staatswald gibt es, ist natürlich nicht überall, aber es gibt es, es reicht ja, wenn es einmal vorkommt, es kommt aber leider in Serie vor. Flächige Befahrung, es ist grundsätzlich nicht erlaubt. Es gibt ja auch Bodenschutzgesetze, alles schwammig, gar keine Frage. Es gibt interne Anweisungen, auch keine Frage, wird alles mit Füßen getreten. Man wollte weg vom Nadelbaumanbau, das ist massiv wieder zu beobachten im öffentlichen Wald. Und es sind die größten Kahlschläge aller Zeiten, die wir aktuell erleben. Also dagegen sieht Kanada nicht mehr viel schlechter aus. Also in Summe natürlich, aber lokal vor Ort, muss ich sagen, sind da kaum noch Unterschiede zu erkennen. Und jetzt kommen wir auf den Privatwald zurück. Der Privatwald muss sich natürlich an die Gesetze halten, aber das ist ja genau der Grund, warum die Forstlobby versucht, Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung des Bundeswaldgesetzes, damit sich möglichst wenig ändert, weil diese Sachen nicht justiziabel sind. Also ne, diese ganzen Begriffe, die da drin stehen, ordnungsgemäß, Forstwirtschaft, nachhaltig und so weiter, das weiß ja alles kein Mensch, was das heißt, weil es nicht klar definiert ist. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn die Aufsichtsbehörden, die hoheitlich tätig sind, selber exakt das machen, was man sich im Privatwald nicht wünscht und würden es dort verbieten, dann wäre es Willkür. Dagegen können sich zu Recht Privatwaldbesitzende wehren. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen zuallererst, wofür wir irgendwas abstellen, eine unabhängige, hoheitliche Kontrollbehörde und die haben wir nicht. Und das brauchen wir eigentlich grundsätzlich in allen EU-Ländern. Das ist, wenn wir dieses neue Gesetz bekommen, finde ich wirklich toll. Ich finde es einen guten Ansatz hier und da hätte ich auch, glaube ich, noch einen kleinen Änderungswunsch. Aber man muss ja nach dem Pareto-Prinzip auch mit 80% zufrieden sein. Aber was wir dann brauchen, sind starke nationale Kontrollbehörden. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir die grundsätzlich überhaupt nicht. Das ist das Hauptproblem, weil die bescheinigen sich ständig, alles in Ordnung, wie wir jetzt auch in dem neuesten Waldzustandsbericht sehen. Pierre hat es schon schön gesagt, wir nehmen es auf. Försterinnen und Förster, was wird bescheinigt? Es sind alle anderen schuld, Klima und so weiter und so fort. Bloß nicht die Forstverwaltung. Da wird auch nicht gesagt, die sind nicht schuld, die tauchen einfach gar nicht auf. Ja, das ist ein größeres Problem, glaube ich. Ja, hier gibt es eine Frage zu den Rückepferden, die es in den Koalitionsvertrag geschafft haben. Denn das war wirklich so am Ende der Verhandlungen in der Fachverhandlungsgruppe Umwelt und wir hatten wirklich an vielen Punkten so Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden, wie man sich angesichts der Konstellation in dieser Koalition vielleicht vorstellen kann. Und tatsächlich haben wir dann was gekriegt, und was wir dafür gegeben haben, war, dass die Rückepferde im Koalitionsvertrag auftauchten, weil jemand von der anderen Seite Pferde hatte. Ich habe dann gedacht, von mir aus gern, ich finde Rückepferde sehr sympathisch. Sind sie nicht nur sympathisch, sondern auch hilfreich?
Ja, willst du wieder? Nee, mach du ruhig. Ja. Ja. Also Pferde sind natürlich sympathisch und hilfreich. Die haben natürlich so ein bisschen was von Heiteitei-Forstwirtschaft, um es mal so zu nennen. Die sind natürlich in Wirklichkeit ganz toll. Es gibt, fangen wir mal mit den Verhinderungsargumenten an, und da wird ganz schnell klar, wo das Problem liegt. Pferde, es gibt, also ich argumentiere jetzt mal konventionell, Pferde machen viel mehr Bodendruck als Harvester, sagen gestandene Försterinnen und Förster. Das kann man empirisch widerlegen, weil jeder Quadratmeter in den letzten 10.000, 15.000 Jahren der Nacheiszeit mehrfach von großen Pflanzenfressern betreten worden ist, vom Nashorn über Waldelefant, über Wiesente und so weiter. Also ich glaube, der Druck pro Quadratzentimeter ist da kein großer Unterschied. Bei Maschinen sieht das Ganze anders aus. Also da gibt es, soweit ich weiß, außer von Intensivbeweidung, das ist ein einziger Unterschied, aber das ist ja nicht Natur. So würde ein Rückgepferd ja auch nicht laufen. Das läuft ja nicht 20 Mal pro Woche über dieselbe Stelle, sondern einmal in 3 Jahren oder so. Der Bodendruck ist nicht das Problem oder nicht das Einzige, sondern die Maschinenvibration, das Zusammenspiel. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, sind die Maschinen natürlich deutlich schlechter dran. Also, das Pferd macht nicht so viel Bodenzerstörung. Dann ist die Frage, kann ein Pferd überhaupt solche schweren Stämme ziehen? Muss man sagen, die haben wir ja in Deutschland gar nicht. Also von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben wir ja Streichhölzer. Da würden andere Länder sich totlachen, weil die sowas gar nicht verarbeiten. Wir sind drauf eingerichtet, dünnes, unreifes Holz, junge Bäume zu ernten. Da hat sich die ganze Sägeindustrie drauf eingerichtet. Im Schnitt hat, glaube ich, der Durchschnittsbaum 0,5 Kubikmeter Holzmasse, so ganz grob. Was? Tendenz übrigens stark fallend. Weil die älteren Nadelwälder gerade absterben, wird das sich, glaube ich, rapide jetzt verschlechtern. Das Fels. Also das ist kein Problem für Rückgepferde. Und wenn der Stamm tatsächlich zu dick wird, das gibt es ja, da schneidet man den durch. Und wenn es dann immer noch zu schwer wird, nimmt man 2 Pferde. Haben wir übrigens hier auch lange Jahre immer wieder praktiziert mit Unternehmen, die es gemacht haben. Die nächste Frage wäre, es gibt ja viel zu wenig Rückgepferde. Klar, wenn es keine Nachfrage gibt, das ist ein äußerst zeitintensiver Job. Man muss das Pferd jahrelang ausbilden, man muss 365 Tage im Jahr da sein. Das sind absolute Enthusiasten, Frauen und Männer, die das mit Herzblut machen. Und wenn die keine Arbeit kriegen, zum Beispiel der Europameister im Pferderücken, der hat es mir vor Jahren mal erzählt, der kann es nur am Wochenende machen, weil er keine Aufträge kriegt. Außer im Vorzimmer der Städte, wo man ein bisschen zeigen kann, na guck mal, wir machen doch was und hinten läuft dann der Harvester. Das ist ein bisschen Fusch am Bau. Es gibt noch mal, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Ich möchte das nicht alles über den Kamm scheren, aber gegen Pferdeeinsatz spricht eigentlich nichts, außer das Pferd könnte dort nicht laufen. Das sind Steilhänge. Ein Pferd kann immer nur nach unten ziehen. Wenn unten kein Weg ist, geht es nicht. Dann muss oben ein Seilschlepper stehen oder man macht in solchen Steilhängen nichts. Ist ja auch eine Alternative. Mhm. Also ein Pferd geht grundsätzlich immer. Übrigens das letzte Argument, das ist Tierquälerei. Ne? Da muss man einfach dabei sein. Wenn da 2 Pferde sind und ein Pferd macht Pause, das Pferd, was Pause macht, ist stinke sauer, wenn es das andere laufen sieht. Die machen das wirklich gerne, sind fast schon übermotiviert. Und die lassen sich auch morgens beim Verladen, da gibt es so ein schönes Video dazu hier von dem Dirk Zöll, das ist der Europameister, der macht die Stalltür auf, der Hänger ist, ich sag mal, 30, 40 Meter weg und dann gehen die von selber rein, die wollen raus. Mhm. Spannend. Ja, und apropos spannend, an dieser Stelle schon mal Werbung. Wer den Chat aufmacht, sieht, dass nächsten Monat das Waldwissenbuch veröffentlicht wird. Kann man also natürlich schon mal vorbestellen bei der Buchhandlung seiner Wahl. Und ich werde es mir natürlich auch vorbestellen. Da sind bestimmt sehr viele spannende Erkenntnisse drin. Jetzt gibt es eine Frage speziell für Pierre Ibisch, steht hier. Herr Ibisch, sollten wir unsere alten Laubmischwälder in Ruhe lassen, möchte Florian wissen. Ja, es ist ja vorhin schon angesprochen worden, dass, glaube ich, zur Renaturierung oder sagen wir besser auch zur Rettung der Natur gehört, dass sie sich besser verteidigen kann gegen das, was kommt. Und das wird viel und wir müssen deshalb Stress reduzieren. Und in der Tat können wir das ja messen letztendlich, etwa wenn wir die Vitalität, die Grünheit von Wäldern betrachten bundesweit und auch die Temperaturen. Wo sind denn die Wälder ganz gut auch durch die Extremjahre gekommen? Durchaus in den älteren, biomassereichen Wäldern mit geschlossenem Kronendach. Na, und das ist keine Garantie dafür, dass die alles mitmachen und jegliche Temperaturerhöhung definitiv nicht. Ja, auch in den alten Wäldern, die jetzt irgendwie 30 Jahre aus der Nutzung genommen worden sind, Kernzonen von Nationalparks und so, gibt es eine erhöhte Mortalität.
aber sie ist geringer als in den Bereichen, wo es stärker aufgelichtet wurde. Und insofern halte ich es für richtig im Sinne von Zeit kaufen, auf die Bremse treten, da prioritär tatsächlich die Nutzungsintensität zu reduzieren und tatsächlich auch diese alten Wälder besser zu beobachten und zu schauen, was läuft denn da genau? Was passiert denn, wenn die Mortalität hochgeht? Ich habe viele dieser alten Wälder besucht und wo zu erkennen ist, in der Tat, wie dann, wenn etwa die Buchen etwas aufmachen, andere Baumarten reinspringen, die dann idealerweise in solchen alten Wäldern auch vorhanden sind. Und dann sind das Resilienzreaktionen, die einfach passieren. Und dann können wir, glaube ich, eine Menge lernen, auch für die genutzten Wälder. Ja, da passt ja direkt die nächste Frage dazu von Dora. Es wird viel von Waldumbau und Waldverjüngung gesprochen. Macht es Sinn, gesunde Wälder abzuholzen, um andere Arten zu pflanzen oder in Eichen-Buchenwäldern wegen der Verjüngung? Und dann direkt, welche Baumarten sind am besten für Neupflanzungen geeignet? Ich musste da direkt schmunzeln, weil ich an die Szene aus der Verfilmung vom Geheimen Leben der Bäume denken musste, wo Peter Bohl eben gezeigt hat, wie viel quasi von selbst einfach hochkommt, wenn man die Fläche in Ruhe lässt. Ich wieder, ja, ne? Also in der Szene sage ich mal ganz ehrlich sagen, wer pflanzt, ist doof. Das würde ich pauschal auch erstmal stehen lassen. Also wer unter bestehende Bäume pflanzt, es gibt natürlich überall ein Aber. Also wenn wir uns riesige Monokulturen anschauen, dann kann Pflanzen noch besser säen, wenn es von Natur nicht klappt. Das muss man erstmal beobachten. Aber da kann man, da ist es durchaus legitim, auch nochmal sanft etwas nachzuhelfen, in dem Sinne, dass man einen Teil der Bäume liefert, von denen man glaubt, dass sie dort wachsen. Und man merkt schon, oh, das wird alles ein bisschen unsicher, ne? Also man sollte erstmal ein paar andere Sachen ausprobieren. Grundsätzlich, das Thema war jetzt hier auf Eiche und Buche bezogen. Ich glaube, solche Beispiele gibt es ja auch aus dem Leipziger Auwald zum Beispiel, aber auch von vielen anderen, wo man Löcher quasi in Laubwälder schlägt, um die Verjüngung anzukurbeln. Das ist so ein bisschen ein Fetisch geworden. Dort, wo ich, also mindestens dort, wo ich die Bäume habe, die dort zum natürlichen Ökosystem gehören, dort brauche ich natürlich nicht pflanzen, da sind sie ja schon da. Und wenn dort mal erstmal kein Jungwuchs kommt und die alten Bäume noch recht robust aussehen, da habe ich ja Zeit. Da muss ich nicht auf die Tube drücken und schon gar nicht auflichten. Der Pierre hat das ja sehr schön gesagt. In dem Augenblick, wo ich Löcher reinhacke, um dort Jungbäume reinzubringen, mache ich es ja heißer, ne? Mache ich es trockener. Das heißt, ich verschlechter die Bedingungen, um genau was zu machen? Große Bäume in kleine zu verwandeln. Das klingt so ein bisschen nach Schildbürgerstreich. Also überall dort, wo es halbwegs okay ist oder wo ich nicht heimische Nadelbäume mit heimischen Laubbäumen oder auch heimischen Nadelbäumen, dazu gehört ja auch die Weißtanne zum Beispiel oder auch die Eibe, wo ich das in Mischung habe, da kann ich also getrost drauf vertrauen, die nicht heimischen Baumarten werden sich wahrscheinlich größtenteils verabschieden, zumindest die Fichte und die Kiefer. Dort, wo ich großflächig Monokulturen habe, da kann man selbstverständlich mit verschiedenen Strategien versuchen nachzuhelfen, aber je geringer der Eingriff ist, also was zum Beispiel ein brutaler Eingriff ist, ist abhacken. Also Kahlschlag ist absolutes Tabu, weil ich damit das Thermostat draufdrehe und das Wasser verschwinden lasse. Also ne, das ist so ähnlich, als wenn man zu Hause auf der Fensterbank Samen nachzieht und gießt die nicht. Ne? Also da wundert sich auch keiner. Und die ganzen Sachen stehen auch auf der Heizung. Das wird nichts. Das macht man mit diesen Hauruck-Verfahren, die wir auf großer Fläche im Moment in Deutschland sehen. Das sollte man nicht tun. Aber wenn man versucht mit, nochmal, Nadelbäume sind nichts Schlechtes. Kiefer, Fichte, alles schön, auch wenn es dort verkehrt ist sozusagen, die machen aber auch noch im Rahmen ihrer schwachen Möglichkeiten ein bisschen was mit dem Wasserkreislauf und machen auch Schatten und kühlen auch noch ein bisschen, das haben wir ja sehr schön gesehen, selbst wenn sie tot sind, kühlen sie sogar noch und erleichtern einfach den Übergang. Aber nochmal, wenn man nachhelfen möchte, gibt es eine ganz andere Möglichkeit, weil Pflanzen, das ist auch ein Akt der Hoffnung, finde ich auch toll, das könnten wir zum Beispiel in den großen Agrarwüsten machen, die wir überall in Deutschland haben. Weit entfernt vom nächsten Wald, da kann man eine Initialzündung starten mit den dort vermutet heimischen Baumarten, so genau wissen wir es ja nicht, weil die sind ja alle weg, ne? Dass man da einfach mal ein bisschen was anbietet, um erstmal ein Waldklima zu schaffen und dann die Natur wieder selber machen lässt. Das sind so Punkte, wo ich sage, das finde ich eigentlich ganz gut, da können die Leute ein bisschen was tun. Und dort, wo je näher wir an der Natur sind mit den Baumarten und je älter die Bäume sind, desto eher kann das System das logischerweise selber übernehmen. Und wenn da nicht schon sofort irgendwas steht, da sind wir nämlich im Gedanken Forstwirtschaft, wir müssen ständig abnutzen, abhacken, umtreiben, also alte ab, neue dazu. Aber darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht jetzt darum, Wald zu erhalten. Und Forstwirtschaft, das haben wir, glaube ich,
Pierre hat es mal angerissen, noch nicht ganz so stark definiert. Forstwirtschaft heißt zunehmend Temperaturwirtschaft und Wasserwirtschaft. Und das Thema Holz ist mindestens, für mich zumindest, und ich glaube für viele Menschen auch, wenn die mal irgendwann die 45 oder hoffentlich nicht die 50 Grad erreichen, dann werden die auch sagen, verdammte Hacke, gibt es eben keine neuen Möbel und lass uns lokal das Thermostat runterdrehen. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so einfach wie jetzt. Deswegen würde ich mir wünschen, Fokus stärker auf Wasser und Temperatur zu lenken, als starke Säulen der Forstwirtschaft und Vergütungssysteme, da kann Pierre viel mehr dazu sagen, sind ja schon angedacht in der Richtung. Und dann könnten wir uns auch übrigens mit den Pflanzen Zeit lassen, denn wohin der Wald geht, ist es vorhin ja angerissen worden, was für Baumarten dann auf einem, in einem vermuteten Klima in, wir müssen uns ja leider dann auf 80 Jahre festlegen, wenn wir tatsächlich investieren wollen, die Glaskugel hätte ich gerne, die gibt es leider noch nicht. Und da kann man nur stochern im Nebel, pfeifen im Dunkeln. Und ich wäre dafür, wir lassen es gar nicht so weit kommen und zum Glück haben wir noch Waldteile, die das sehr, sehr gut selber hinkriegen, zumindest Stand heute. Ja, hier ist auch nochmal eine Frage, das wäre mir persönlich ganz wichtig, dass das auch nochmal deutlich gemacht wird, denn da fragt Leo, unter welchen Bedingungen kann der Wald von einer CO2-Senke zu einer CO2-Quelle werden? Ich meine jetzt nicht, wenn Holz entnommen und gleich verbrannt wird, sondern wenn das Holz liegen bleibt und sich zersetzt, ist da auch unter gewissen Umständen der Status einer CO2-Quelle möglich und damit verwandt. Jetzt muss ich weiter runterscrollen. Was kann man gegen die Waldbrandgefahr durch Totholz unternehmen, damit man die Bäume der natürlichen Zersetzung überlassen kann? Also das sind, glaube ich, einige Mythen in Umlauf gesetzt worden, was das Totholz angeht. Das wäre gut, wenn das Pierre vielleicht einordnen würde. Können wir ganz schnell nochmal kommentieren. Das ist tatsächlich erstaunlich, welche Unfakten da in die Welt gesetzt werden, etwa in Bezug auf die Zersetzung von Totholz, wenn Bäume tot umfallen, starke Bäume, hängt auch vom Holz ab dann und vom Wetter tatsächlich, dann dauert das aber eine sehr lange Zeit, bis die sich zersetzen, Jahrzehnte bei starken Bäumen. Und dann ist relevant, was die in der Zeit so alles tun in ihrer Zersetzung, nämlich nicht nur Lebensraum bieten für jede Menge Organismen, sondern ja just auch dann Bodenbildung, Humusbildung, wo wir schon direkt beim Thema sind, da wird gar nicht sämtliches Holz direkt in Luft aufgelöst, in CO2, sondern ein guter Teil bleibt dann länger noch im Ökosystemspeicher, im Humus. Es gibt noch weitere Aspekte, die untersucht worden sind in Studien, dass etwa dieses Totholz bei der Zersetzung zur Auswaschung führt von organischen Verbindungen, die in tiefere Bodenschichten gelangen und damit noch besser weggesperrt werden und also sozusagen auch zum Ökosystemspeicher beitragen. Es ist falsch, dass zu 100% Totholz wieder in der Atmosphäre landet. Und richtig ist, es dauert Jahrzehnte. Und diese Jahrzehnte, die finde ich ganz prima im Moment zu nutzen. Ich glaube, um die geht es nämlich gerade, um die nächsten 20, 30, 40 Jahre, in denen wir irgendwie das Klimaruder herumreißen müssen. Und da kann das Totholz und da kann die Bodenbildung einen ganz wichtigen Effekt haben. Es kommt jetzt noch hinzu, jetzt wird es lang, was sozusagen das Totholz bedeutet für die Revitalisierung, Renaturierung, dass nämlich dann junge Bäume da viel besser aufwachsen. Auch dazu gibt es Studien, dass das sich auch ausgleicht letztendlich auf einer Kalamitätsfläche, Zersetzung und Nachwachsen. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Und dann ist die ganze Betrachtung etwas komplexer, als einfach zu sagen, ja, das Totholz, das ist doof, weil das geht in die Luft. Und dann brennt das auch noch. Um das noch kurz zu sagen, vielleicht nur kurz Hinweis, die sächsische Regierung hat ja eine Waldbrandkommission eingerichtet, weil es da viel Diskussionen gab und gibt in der sächsischen Schweiz, im Nationalpark. Und diese Waldbrandkommission hat sich mit diesem Problem auseinandergesetzt, ein Gutachten anfertigen lassen, verschiedene Stellungnahmen eingeholt, nicht nur von Wissenschaftlern, und ist zum Ergebnis gekommen, dass Totholz nicht zur Ausbreitung des Feuers beigetragen hat. Auch hier müsste man noch differenzierter antworten. Das hängt davon ab, immer, wie dick ist das Totholz? Ist es reisig? Ja, das brennt erstmal. Es kann auch sein, dass das Feuer erstmal auf der Stelle stärker brennt, aber die Ausbreitung
ist eigentlich schneller in den offenen, lichten Kiefernforsten zum Beispiel, in den offenen Monokulturen. Da zieht das Feuer schnell dann auch in die Krone. Wir kriegen Vollbrand und so weiter und so fort. Und ja, am Ende müssten wir auch nochmal darauf hinweisen, es ist nicht das Totholz an sich, dass es die Feuergefahr in die Landschaft gebracht hat, sondern das sind die Nadelbaum-Monokulturen. Ne? Das sind nämlich keine Waldbrände, es sind Forstbrände. Das ist ein sehr guter Satz dazu. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Ich bin hier echt mal durchgescrollt. Ich weiß, es gibt noch furchtbar viele. Deswegen nochmal der Werbeblock für das Waldwissenbuch. Da steht bestimmt ganz viel drin. Und zwar, welche Alternativen zu den jetzigen Produkten aus Holz haben wir da zur Verfügung? Und damit zusammenhängend, was halten Sie von Paulownia-Plantagen? Nahe Bonn gibt es eine Plantage, die nach 15 Jahren als Bauholz genutzt werden kann und es wachsen sofort neue Bäume nach. Für alle, die so wie ich nicht wussten, was das für ein Baum ist, ich habe es auch gerade erst gegoogelt, der kommt ursprünglich aus China. Und sieht wunderschön aus, wenn er blüht. Ja, lila. Der blau-glockenblau Baum. Mach du mal, Peter, zu den. Das juckt beide, ne? Du kannst auch, es juckt beide Fingern sozusagen. Also es ging ja um alternative Baustoffe. Alternativ heißt natürlich erstmal gar nicht. Also wir sind wie kleine Kinder, sie sagen, ich will das jetzt haben. Und der Wald sagt, ich kann aber nicht mehr. Und was häufig verwechselt wird, auch bei Pia und mir, ist, dass wir gegen Holznutzung seien, sind wir gar nicht. Aber da gibt es eine Binsenweisheit, wenn ich Holz ernten will, brauche ich Bäume. So, und dazu, wenn ich Bäume haben will, brauche ich ein Waldökosystem. Und wenn ich das nicht habe, und das sehen wir gerade in Deutschland, wir haben mittlerweile, ich glaube, einen Jahresverlust, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat es gerade nochmal rausgegeben, wir verlieren jedes Jahr 150.000 Hektar Wald in Deutschland, in der EU 700.000. Jedes Jahr gehen weg. Auf dem Papier nicht, im Grundbuch stehen die immer noch als Wald, aber der ist weg. Das heißt, da nutzt die nächsten Jahrzehnte, und wenn wir Pech haben, niemand mehr, der heute zuguckt, Holz. Das ist die konventionelle Forstwirtschaft. Die konventionelle Forstwirtschaft hat keine Antwort mehr auf die Frage nach der Holzversorgung. Die machen jetzt einen Ausverkauf, da wird das Lager geräumt. Es heißt übrigens auch so, ne? Schadholz räumen. Da wird der Vorrat geräumt, das Lager wird geräumt und dann ist weg. Und dann unterhalten wir uns. Wir haben unterschiedliche Prognosen, aber aus dem Bauch, es weiß ja gar keiner, wie das Wetter wird, zum Beispiel dieses Jahr, aber grob geschätzt, in den nächsten 8 bis allerspätestens 10 Jahren, ich lasse mich da gerne festnageln, ist der allergrößte Teil der Fichten und Kiefern in Deutschland weg. So, und das ist unser Hauptbauholz, das ist unser Hauptpapierholz und so weiter und so fort. Und dann importieren wir das natürlich aus anderen Ländern. Nein, denen geht es nämlich gerade genauso, ne? Plus, minus. Ne? Das sieht ja überall ähnlich schlecht aus. Und dann kommt das große Heulen und Zähneklappern. Und genau deswegen überlegen wir uns jetzt besser genau, wo können wir sparen? Und da sind wir wieder beim Thema Holzverbrennung. Es wurde eben vorhin auch schon mal angesprochen. Der Irrsinn, dass die EU aktuell, das gibt ja starke Tendenzen jetzt, oder laufen ja, glaube ich, auch noch die Verhandlungen im Hintergrund, dass Holz endlich nicht mehr als CO2-neutraler Brennstoff angesehen wird und vor allem gefördert wird, damit das endlich dieser Riesenunsinn aufhört, Kraftwerke auch noch auf Holz umstellen zu wollen. Denn wenn wir mal schauen, ich glaube 2021 oder 2022, ich weiß nicht mehr ganz genau, so lagen wir schon bei fast 70% der gesamten Holznutzung in der Verbrennung. Und wenn wir sagen, die Wälder können nicht mehr, dann würden natürlich alle intelligenten Menschen sagen, lass uns doch nicht so viel verbrennen. Also alternativer Stoff zu Holz heißt Wärmepumpe, heißt Solaranlage, ne? Das wäre schon mal was. Würden wir gigantische Mengen an Holz sparen, ob das reicht, wissen wir nicht. Das nächste heißt, wir brauchen neben einem Bundesbauprogramm ein Sanierungs- und Wohnraumverkleinerungsprogramm. Das hört sich nicht gut an, ich weiß, aber unser Raumbedarf pro Person ist laufend gesteigert und es geht ja gar nicht darum, Leuten etwas wegzunehmen, sondern intelligent zu überlegen, wenn Menschen sich verkleinern wollen, weil sie zum Beispiel alt sind, überhaupt nicht mehr 2 Etagen putzen und sonst was wollen, wie kann man helfen, solchen Wohnraum wieder zu nutzen, anstatt immer weiter zuzubauen. Ich weiß, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. In der Waldakademie haben wir auch gerade ein neues Gebäude errichtet und das wägen wir auch ab. Wir haben versucht, ein Altbestandsgebäude zu kaufen, hat nicht geklappt, lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich bin auch kein Politiker, die Rahmenbedingungen müssen aus der Politik kommen. Und der Punkt muss heißen, wir müssen sparen, sparen, sparen. Und Stahl und Beton sind übrigens nicht schlechter als Holz, sondern anders schlecht.
Das ist halt der Punkt. Und jeder Konsum, es gibt keinen guten Konsum. Das ist ja immer das, ich will jetzt was mit Siegel und dann ist es gut. Nein, es gibt keinen guten Verbrauch, sondern es gibt eine schonendere Nutzung, eine weniger zerstörerische Nutzung. Und nochmal, um es nochmal ganz kurz zu machen, das allergrößte, ganz schnelle Einsparpotenzial ist, weniger Holz verbrennen und mal anfangen bei der industriellen Holzverbrennung und bei den Förderungen, die man jetzt wirklich streichen sollte, weil auch die leiten Leute auf den Holzweg. Und nochmal, in 8 bis 10 Jahren, können mich gerne alle hier heute zugucken, drauf festnageln, wird es Pellets fast nicht mehr geben. Also nicht mehr nicht bezahlbar, sondern es wird sich fast nicht mehr geben. Es wird gerade alles geplündert. Ne? Und das gucken wir uns jetzt live an der Farbe an und dann ist es weg. Und dann möchte ich mal die Leute sehen, die es heute promotet haben. Ich fände das eigentlich ganz nett, wenn die genau wie andere Leute, Gutachter und so weiter, dann mal haftbar gemacht werden könnten für ihre Empfehlungen, die sie als Beamtin und Beamten machen. Ja, zum Thema Förderung, ich wollte es nur noch schnell klarstellen. Es ist nicht so, dass die EU es fördert, sondern die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, erneuerbare Energien, die nach erneuerbarer Energienrichtlinie als nachhaltig eingestuft werden, entsprechend zu fördern. Sei es jetzt, wie es eben in Deutschland lange geschehen ist mit den Einspeisetarifen für Solarenergie und Windenergie oder eben auf andere Art und Weise. Und solange halt im Moment steht eben quasi Primärbiomasse noch drin, ja, zumindest stehen nicht mehr Food und Feedcrops drin, also Nahrungsmittel bzw. Futtermittel war ja auch mal als nachhaltig anerkannt, ne? Und da kämpfen wir ja gerade an anderer Stelle, damit es nicht als nachhaltig als Basis für Schiffstreibstoff anerkannt wird, weil das steht gerade zur Debatte. Da gibt es also Mitgliedstaaten, die sagen, ja wunderbar, lasst uns doch Mais in die Containerschiffe kippen sozusagen. Das ist komplett irre. Ich frage mich manchmal, in welcher Realität die Leute leben. Aber wir sind jetzt schon am Ende unseres Webinars angelangt. Ich habe wahrscheinlich viel zu viel geredet. Ich bin euch wahnsinnig dankbar für den vielen Input, den ihr gegeben habt, für die Einblicke, die ihr geliefert habt. An der Stelle redet mit der Buchhandlung eures Vertrauens, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am 26.04. erscheint das Waldwissen, was die beiden Autoren heute eleganterweise gar nicht erwähnt haben, aber ich muss es deswegen an dieser Stelle tun. Kann man bestimmt schon heute vorbestellen, zumindest in der Buchhandlung des Vertrauens funktioniert das in aller Regel. Ich würde euch beiden gerne auch noch mal jeweils die Gelegenheit zu einem kurzen Schlusswort geben, mich aber an der Stelle schon mal noch mal ganz herzlich bedanken, dass ihr da wart, dass ihr uns so wertvolle Einblicke geliefert habt. Danke auch an alle, die teilgenommen haben. Vielen, vielen Dank an mein Team im Hintergrund, was das alles immer organisiert und vorbereitet und sich um die Technik kümmert und überhaupt um alles. Wer weiter an meinen Inhalten, insbesondere natürlich zum Gesetz zur Rettung der Natur interessiert, es gibt diverse Social-Media-Accounts, denen man folgen kann oder meinen Newsletter abonnieren. Das findet ihr alles im Chat. Und jetzt machen wir die umgekehrte Reihenfolge. Das heißt, erst kommt Pierre dran und dann darf Peter das Schlusswort halten. Ja, dann bleibt mir eigentlich auch erstmal nur Danke zu sagen für die Einladung, für diese Veranstaltung, letztlich aber vor allem auch für die Initiative oder die Motivation, die dahinter steht, unter anderem dieses europäische Gesetz voranzubringen zur Rettung der Natur. Das ist nicht perfekt, das haben wir schon festgestellt, aber es ist ja schon wichtig, allein der Diskurs, der dadurch entsteht, das haben wir heute festgestellt und dass man sich abarbeiten kann an den Indikatoren und an dem Ausmaß 20%, würde ich sagen, meine Güte, viel zu wenig. Ja, wir haben eine zu 100% degradierte Natur in weiten Teilen Europas. Und da wünsche ich mir aber dann, dass wir ja dieses Instrument nutzen können und auch dann einfordern müssen, letztendlich als Zivilgesellschaft, als Wissenschaft, dass das liefert und zwar schnell. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken. Ich sage jetzt mal, liebe Jutta, wir sind die ganze Zeit so ein bisschen drumherum geeiert, ne, glaube ich. Weil ich finde es toll, dass es Politikerinnen wie dich gibt. Politik, ich wäre zum Beispiel, selbst wenn ich wollte, kein guter Politiker, weil ich manchmal einfach zu sauer bin und sage, so geht das nicht. So hat halt jeder seine Rolle. Die Rolle des politischen Kompromisses, ich glaube, du wirst oft eine Faust in der Tasche machen. Du hast ja so ein bisschen durchblitzen lassen.
Ich finde das ganz toll. Es ist ganz wichtig, dass wir in einer Demokratie leben. Überhaupt, dass wir sowas machen können. Es gibt in vielen Ländern, wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich. Ich habe das sowas von schätzen gelernt. Nicht erst durch den Ukraine-Krieg und andere Sachen, aber natürlich auch nochmal dadurch, dass man einfach sieht, wie wichtig das ist, in einer freien Gesellschaft zu leben, dass man sich austauscht. Und ja, man muss auch mal Kröten schlucken, auch Sachen, die mir nicht gefallen. Dann muss ich mich auch am Öhrchen ziehen und sagen, ja, ja, wir leben in der Demokratie. Da muss man noch mal ein bisschen nachhaken, muss man noch mal offen drüber reden. Aber noch mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du und dein Team und grundsätzlich auch das Europaparlament so eine großartige Arbeit leistet, dass sich Dinge bewegen. Sie könnten schneller gehen. Demokratie ist die langsamste, aber die beste Regierungsform. Und in diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, wunderbar. Dann sind wir am Ende der anderthalb Stunden. Wie gesagt, das Webinar haben wir ja aufgezeichnet. Das heißt, am Donnerstag, ich glaube um 7:45 oder sowas, irgend sowas mit Primetime, hat mein Mitarbeiter vorhin gesagt, werden wir das dann auch hochladen auf YouTube. Das heißt, man kann es entweder selber nochmal nachschauen oder auch Freundinnen und Freunden empfehlen, die es heute Abend nicht geschafft haben. Ich werde es mir selbst auch nochmal angucken, weil wenn man parallel versucht, die Fragen durchzuscannen und eigene Fragen zu sortieren, ist man nicht so konzentriert, wie wenn man einsam und alleine vor dem Bildschirm sitzt und sich sehr, sehr viel Wissen auf einmal aneignen kann. Herzlichen Dank nochmal, allen einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.